Hört ihr mich? Ja, ich glaube schon. Also ich habe eigentlich keine Rede vorbereitet, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Aber natürlich habe ich mir Gedanken gemacht über das, was man mal wieder mit uns da anstellt im Bundestag. Ein Vorredner hat bei der Anfangskundgebung schon darauf hingewiesen, dass nur ein paar Leute im Bundestag da waren, ein paar Abgeordnete, als abgestimmt wurde. Lauter! Ich versuche es lauter, ja? Hauptsache, ihr hört mich irgendwie noch, ja? Okay, dann war einfach das Problem auch, dass von vornherein mal wieder die Öffentlichkeit weitgehend rausgehalten wurde, dass Beruhigungspillen verteilt wurden, wie Richtervorbehalt, der meist nicht das Papierwerk ist, auf dem er steht, weil die Richter aus Überlastung und weil sie sonst viel schreiben müssen, sowieso fast alle Anträge einfach durchwinken, ohne sie genau zu lesen üblicherweise, weil sie völlig überlastet sind, wie gesagt. Und damit wird natürlich wieder mal vorgegaukelt, es gäbe noch irgendeine wirkungsvolle Kontrolle, was aber in der Realität überhaupt nicht der Fall ist. Und dann ist es natürlich auch so, dass die Grünen und die Linken zwar sagen, sie sind dagegen, aber ihre Möglichkeit nicht nutzen, dagegen zu stimmen, nur weil dieses bescheuerte Pairing vereinbart wird zwischen den Bundestagsparteien, sodass die alle in gleicher Anzahl im Verhältnis zueinander da sein müssen, auch wenn nur noch wenige Leute am Abend im Plenarsaal sind. Das ist etwas, was mit uns Piraten nicht geben wird. Wir werden halt die Zähne zusammenbeißen und auch wenn sie da müde sind, noch da sitzen, um sowas zu verhindern. Dass die uns dafür hassen werden, die anderen Abgeordneten, das müssen wir in Kauf nehmen. Aber das ist keine Demokratie, was die da machen. Man kann auch beantragen, dass keine Abstimmungsfähigkeit besteht, aber das macht mal wieder fast nie jemand. Einmal ist es passiert letztes Jahr und da war die Aufregung sehr groß darüber. Also das sind einfach keine Zustände, die anstrebenswert sind. Natürlich, was im Gesetz konkret drin steht, das heißt Paradies für die Geheimdienste, auch für den, für meine Begriffe, verbrecherischen Verfassungsschutz, der nur mit Nazis zusammenarbeitet offensichtlich und in Wirklichkeit die größte Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland zu sein scheint, die er vorgibt zu schützen. Man muss sich im Klaren sein, wenn die Passwörter von unseren Postfächern bekommen, können die sogar E-Mails in unserem Namen verschicken. Die können uns Verbrechen in die Schuhe schieben, genau wie bei der Online-Durchsuchung. Das ist genau die gleiche Machart, sodass der einzelne Bürger praktisch rechtlos gestellt wird. Und man glaube nicht, dass da nicht Leute darunter sind, die sowas machen würden. Ich hätte auch mal ein Thema wieder von mir. Wenn ich weiß. Einfach hier drücken, dann mache ich das gut.